New Yorks größte Attraktionen kennt wohl jeder. Die Freiheitsstatue, das World Trade Center, die Wall Street. Wenn Sie aber mehr über Big Apple wissen wollen, als im Reiseführer steht, fragen Sie Oliver Grieb. Hurra! Seit über 10 Jahren lüftet Olli für deutsche Touristen die Geheimnisse Manhattans, die nicht im Reiseführer stehen. Unser Reporter Igor trifft den beliebten Guide heute zum 2. Mal. Mensch, Olli, da bist du ja wieder. Grüß dich. Wir haben schon fast Freunde geworden. Ja, wie geht's? Wir sind Freunde. Ja, gut, gut, gut. Also, was machen wir heute? Heute will ich euch ein bisschen mitnehmen durch die Stadt. Hier sind wir ja direkt beim World Trade Center, beim 1er Turm. In Downtown New York fängt Ollis Tour an. Hier siedelten sich vor 400 Jahren die ersten Einwanderer aus Holland an. Gegen die englischen Invasoren haben sie eine Mauer errichtet. Diese Mauer wurde von den Engländern umgangen, denn die kamen mit ganz vielen Schiffen in den Hafen eingefahren, sodass die Mauer sie nicht wirklich rausgehalten hat. Aber diese Mauerstraße haben wir hier direkt vor uns. Und es ist natürlich die, oben steht's, Wall Street. Die Wall Street ist heute das wichtigste Finanzzentrum der Welt. Dann machen wir uns hier runter, direkt zum Bullen der Wall Street. Der nennt sich der Bulle der Wall Street und viele Leute gehen zur Wall Street und sehen keinen Bullen, denn der Bulle steht am Broadway. Das Symbol für die wirtschaftliche Macht von Downtown ist ein Bulle aus Bronze. Die meisten Touristen interessieren sich jedoch weniger für den Wert der steigenden Aktien. Sie fasziniert ein anderes Highlight des Big Business. Es ist nun mal, wie es ist, ne? Das sind dann die großen Hoden, die Shiny Balls. Shiny Balls. Warum Shiny Balls? Viele Leute greifen hin und damit sind sie abgegriffen. Muss natürlich jeder für sich entscheiden, ob das etwas für ihn oder für sie ist, hierher zu gehen, in Schlange zu stehen, um einmal hinzugreifen. Man greift da wohl hin, weil das alle tun. Ein lustiges Foto ist garantiert. Die Wall Street selbst ist eine Seitenstraße des Broadway. Hier befindet sich die New York Stock Exchange, die bedeutendste Aktienbörse der Welt. Also hier zu stehen, ist auf jeden Fall, ja, das ist was Tolles, ja. Das Börsengebäude und die umliegenden Finanzhäuser sind für Touristen nicht zugänglich. So, jetzt ist natürlich so, man steht hier auf der Wall Street und irgendwo muss man dann doch auf Toilette, ja? Direkt hier in dem Federal Hall Gebäude, da gibt es eine Toilette. Und da machen wir uns hoch, machen uns rein und schauen uns zudem noch was an und nutzen eine Toilette. Und die ist kostenlos, kostenlos, super. Warum ausgerechnet in den geschichtsträchtigen Hallen ein öffentliches Klo ist, das weiß selbst Olli nicht. Egal, wenn es in der Not hilft. Und dann gibt es hier aber noch was Besonderes. Das ist der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Also das soll der Stein gewesen sein, der Federal Hall, auf dem am 30. April 1789 George Washington den Eid abgelegt hat und der erste Präsident in Amerika wurde. New York war die erste Hauptstadt der USA. Hier kann man runtergehen, die Treppe, und da kommt man direkt zur Toilette. Ich zeige euch das. Mit den Top-Touri-Tipps von Olli können Sie entspannt die Attraktionen New Yorks genießen. Was hat Big Apple noch zu bieten? Olli hat einen weiteren Tipp. Wenn wir jetzt hier den Broadway weitergehen, kommt natürlich jetzt etwas für euch, die ihr nach New York City kommt und hungrig seid. Zum Frühstück gibt es da einen der tollsten Bagel-Stores. Der Bagelladen ist super beliebt. Es ist gut, es ist günstig und auf jeden Fall für euch einer der besonderen Tipps. Liberty Bagels sind quietschbunt. Umgerechnet 6,50 Euro kostet das runde Gebäck mit Belag. Ein cooles Foto ist garantiert. Der Laden ist bei jungen Leuten voll in. So, die zwei Bagel, 13,66. Direkt im Laden ist die Regenbogenbäckerei. Hier werden täglich über 10.000 Bagels zubereitet. Die Teigmasse ist mit Lebensmittelfarbe vermischt. Das beliebte Gebäck wird vor dem Backen kurz gebrüht.
Das Loch in der Mitte beschleunigt den Kochvorgang und erhöht die Krustenbildung beim Backen. Hurra! Besonders beliebt in New York sind Bagels mit Cream Cheese und geräuchertem Lachs. Die Farbe schmeckt man aber nicht raus. Das sind gute Bagels. Das sind lecker, oder? Das sind lecker. Und das saure ist mit. Ja. Ein Top-Tipp. Danke, Olli. Bitte schön. Gehen wir weiter, oder? Machen wir uns weiter. Wer New York kennt, hat sich sicher schon mal gefragt, warum dampft es hier überall? Da dampft wieder aus den Gullis raus. Das ist die Fernwärme, die hier antransportiert wird. Das ist heißer Wasserdampf in Rohren. Dieser heiße Wasserdampf, der erwärmt die Luft außenrum. Die Luft bindet Kondenswasser, tropft drauf, verdampft. Und somit kommt der Dampf hier aus den Gullis, beziehungsweise teilweise auch führt es dazu, dass Gullis wie in der Mitte der Straße anfangen zu wackeln. Mit je mehr Druck, desto mehr wackelt es. Dann wird er weggenommen und dann kommt dieser Schnorchel obendrauf. Alles klar. Ollis nächste Empfehlung in Downtown Manhattan liegt in einer ehemaligen Staatsbank. Was drunter ist, das ist das Besondere. Denn hier drin gibt es ein richtig cooles Pub. Im 120 Jahre alten Haus namens Trinity Place am Broadway 115 befindet sich im Kellergeschoss ein Banktresor. Da hat es dieses coole Restaurant. Und vor allem, das ist hier das Besondere. Die Tresortür. Im Inneren sind die Goldreserven der Stadt gelagert worden. Jetzt gibt es hier gutbürgerliche amerikanische Küche. Richtig coole Location. Ne? Mitten im Tresor kann man hier sitzen. Nett. Essen zu vernünftigen Preisen. Für Touristen mit einem begrenzten Budget hat Olli einen weiteren Top-Tipp. So, direkt hier über den vier Bäumen, im 60. Stock, da hat es eine coole Bar, ein cooles Restaurant, das nennt sich Manhattan. Da braucht ihr kein Ticket kaufen, um irgendwo in eine Aussichtsplattform zu gehen. Da geht man rein, man fährt mit dem Aufzug hoch, keine lange Schlange und dann kannst du einen Kaffee trinken. Der Eintritt auf eine der zahlreichen Aussichtsplattformen auf New Yorks Wolkenkratzern kostet zwischen 30 und 50 Dollar. Und oft muss man bis zu 2 Stunden anstehen. Im Manhattan ist der Eintritt frei und Warteschlangen gibt's hier auch keine. Wow, das ist wirklich ein echter Geheimtipp. Also hier hochgehen, 28 Liberty Street, Manhattan. Wahnsinn, der Blick, was zu trinken, vielleicht was zu essen, Hammersache. Two thumbs up, wie man in Amerika sagt. Wer richtig günstig essen will, muss selbst in den Touristen-Hotspots in die Seitengassen abbiegen. So, da sind wir jetzt so in den Schluchten der Stadt. Wenn die Sonne scheinen würde, würde hier nicht viel Licht reinfallen. Ollis Food-Tipp ist der Imbiss Two Bros Pizza in der Nassau Street 72. Also wenn man denkt, in New York ist alles schweineteuer, das muss nicht sein. Man kriegt wirklich 2 Stück Pizza und die Can of Soda, ein Cola oder ein Sprite oder ein Fanta für 3,99 plus Tax. Passt. We get 2 slices of cheese pizza. Umgerechnet ca. 3,80 Euro für eine große Pizzaecke mit Käse und Getränk. Ich meine, Pizza kriegt's quasi nachgeschmissen hier in New York. Ja. Ja. Also wieder mal ein Top-Touri-Tipp von Olli. Danke. Bitte, genieße es.